Heute mal was ganz anderes und zwar nicht auf den langweiligen Besserwisserstuhl, sondern ich zeige euch mal, dass ich auch arbeiten kann in meinem Permakulturprojekt. Von daher gab es in den letzten Wochen doch einiges zu tun und da nehme ich euch mit. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich hatte noch ein paar Ziegelsteine übrig und da dachte ich mir, ich mache da erstmal ein bisschen Urgesteinsmehl draus und wollte halt dann mühselig die Ziegelsteine zu Staub pulverisieren. Anfangs ging es noch recht gut, bis ich dann gemerkt habe, dass es dann doch zu mühselig wird, wenn ich da mehr Steine habe. Außerdem mache ich dann den Behälter kaputt. Habe dann angefangen, erst in Schubkarren die Ziegelsteine zu zertrümmern. Habe mich dann auch letztlich umentschieden, habe mir dann überlegt. Und da ist mir dann eingefallen, hey, ich hatte doch einmal Kuhknochen und da war es auch sehr anstrengend, die klein zu machen und habe dann im Internet ein bisschen rumrecherchiert und dann festgestellt, gut, wenn man die erhitzt, dann kann man die ganz einfach zerbröseln und dachte mir so, okay, mache ich das jetzt genau das gleiche wie mit den Biberfuß-Dachziegeln und habe die einfach mal im Grill geworfen und dann halt einfach geguckt, dass ich Material bekomme, um ein kleines Feuer zu machen, damit ich hier die Dachziegeln erwärme, damit ich sie halt leichter zerschmettern kann. Erstmal ein bisschen leicht entzündliches Material geholt, Bambus, Holzwolle, die ich bei den Paketen immer mitbekomme, wenn ich mein Essen bestelle, ein bisschen Verpackungspapier aufgeschichtet und da habe ich dann mein kleines Feuer gemacht. Ist vielleicht nicht die eleganteste Variante, um Feuer zu entzünden, aber letztlich funktioniert das Ganze und wenn es funktioniert, dann passt es auch für mich. Erstmal die ganze Holzwolle entzündet, geguckt, dass halt sich das Feuer gut ausbreiten kann, auch Luft drankommt und so habe ich ein bisschen Sachen noch dann weiter reingelegt. Bambus, bisschen Holz, damit das Feuer und die Hitze weiter besteht, damit auch hier die Hitze an die Dachziegeln rankommt. Habe dann ein bisschen größere Bambusstäbe mit reingemacht. War ein bisschen feuchter, deswegen hat es noch so geraucht. Zum Glück habe ich gute Nachbarn, die sich jetzt deswegen wegen einem bisschen Rauch sie nicht gleich aufregen. Die Ziegelsteine ein bisschen klein zu machen, hat auch wunderbar funktioniert. Besser sogar als vorhin. Musste halt nur ein bisschen aufpassen, wenn Splitter rumgeflogen sind. Die Splitter waren natürlich heiß, habe mich da ein bisschen noch im großen See dann verbrannt, weil ich dann versehentlich da raufgestiegen bin. Hat immer so seine Vor- und Nachteile, wenn man barfuß rumläuft. Aber das Endergebnis schaut dann ungefähr dann so aus, dass halt dann sehr viele größere Brocken noch übrig geblieben sind. Die habe ich dann mit stundenweise dann Schlagen auch noch klein bekommen, damit ich halt hier so ein Pulver habe, dass ich hier dann für meine Beete, heißt ja nicht umsonst Ton-Humus-Komplex und ist halt dann für mich ein Ersatz für das Urgesteinsmehl, um den Boden halt vitaler zu machen. Den habe ich auch ein bisschen schon mit eingearbeitet. Hier könnt ihr auch die vollreifen Gurkenschalen sehen, die im Beet als Mulch liegen. Habe da schon einige Gurkensamen geerntet. Kommt bei mir jetzt nicht direkt aufs Kompost, sondern halt zum Grünkohl, zum Mulchen. Schaut euch diesen wunderschönen Grünkohl an. Überhaupt gar kein Anzeichen vom Kohlweißling, obwohl er da schon rumgeflogen ist und bestimmt irgendwo seine Eier abgelegt hat. Alles tippitoppi. Vielleicht haben mir die Wespen ein bisschen geholfen. Kein Netz, gar nichts. Und die Leute haben gesagt, es ist nicht möglich. Der Kohlweißling wird alles wegfressen. Und jetzt habe ich genau das Gegenteil bewiesen. Nehmt das, Leute, die überhaupt nicht gefragt haben. Und es kann auch niemanden interessiert, ob das jetzt wächst oder nicht. Das Hochbeet ist natürlich auch bewachsen. Herbstsalate, Endivien und Zuckerhut. Bisschen Grünkohl ist auch wieder mit dabei. Das eine Hochbeet habe ich noch nicht abgeräumt. Da wächst jetzt hier zum Beispiel diese wunderschöne Tomate, die wild aufgegangen ist. Habe sie einfach wachsen lassen und die hängt noch voller Tomaten. Die hat sogar einen Frost von minus 2 überlebt. Mangold darf natürlich auch nicht fehlen im Hochbeet. Gibt es ja auch einige Pflanzen, wo ich jetzt schon seit dem Frühjahr regelmäßig Mangold ernten kann. Ein schönes Beispiel, dass halt meine organischen Materialien halt direkt in die Beete kommen. Und Knoblauch darf natürlich auch nicht vergessen werden zu stecken. Oktober, November jetzt optimale Zeit. Und wichtig halt, wenn ihr Knoblauch steckt, den Knoblauch richtig rum reinzustecken, damit er natürlich auch in die Höhe wächst. Und dann einfach hier zwischen die Reihe einfach reingesetzt und gute Seite der Boden ist halt ziemlich gut locker, weil ich halt auch auf Dauerhumus setze. Und dann kann ich ganz einfach schon mit der Hand so die Löcher reinmachen und den Knoblauch gezielt reinsetzen. Ab und zu mal kommt es zu einer Rettungsaktion, wenn die Wespe am Ertrinken ist und ich habe
wirklich gar keine Ahnung, warum die Leute denn so ein schlechtes Bild von der Wespe haben. Die sind überhaupt gar nicht aggressiv. Zu dieser Zeit ist es leider nichts mehr mit Melonen, Gurken, Tomaten und Paprika. Und da auch jetzt nicht so viel Zeit verschwenden, gleich die Nachkultur setzen. Ein schöner Winterkopfsalat und Grünkohl sind die Nachkultur, damit die auch hier dafür sorgen, dass der Boden bewurzelt bleibt und die Pilze auch mit versorgt werden mit dem Zucker. Einige Tomaten wachsen immer noch gut heran. Die Hälfte hat Frost bekommen, aber es reifen immer noch einige nach. Ist eine sehr schöne Sorte, die ich hier habe, vor allem die Pfahltomaten. Sind wunderschöne Sorten und auch zwischendrin mal immer wieder die Salate reingesetzt, damit ich halt immer eine gute Ernte auch für Weihnachten habe. Das hier ist die Sorte Madi Mamba, auch eine sehr schöne, saftige, braune Tomatensorte. Kann ich auch nur jedem empfehlen, findet ihr auf meiner Saatgutliste. Bei meinen Aufräumarbeiten habe ich diesen kleinen Kollegen hier gefunden. Hornisse finde ich auch wunderbar im Garten. Weiß auch nicht, warum die Leute immer so viel Panik von ihr haben. Die ganzen Lügen, die erzählt werden, dass sie so aggressiv werden. Stimmt alles nicht. Ich mag Hornissen. Dann hier noch eine kleine Arbeit. Ja, Tomaten, die nicht mehr tragen, die auch schon kaputt gegangen sind. Abschneiden, von den Haken entfernen. Und das werde ich dann jetzt die nächsten Woche auch machen. Den Boden auch schön aufbereiten im Tunnel. Ich lasse die ganzen Sachen, die Tomatenreste auch einfach liegen. Und hier an den Tomatenhaken, sehr schön zu sehen, Larven von Marienkäfer, wenn ich mich jetzt nicht irre. Was machen mit der schärfsten Chili der Welt, die Carolina Reaper? Habe sie jetzt hier zum Trocknen ausgelegt. Wichtig, nicht anfassen, weil das kann ziemlich schmerzhaft werden, wenn das mal in die Augen kommt, weil man an den Finger das angefasst hat. Und ich werde hier etwas sehr Schönes draus machen, werde auch ein Video dazu machen, was es halt etwas Besonderes ist. Nichtsdestotrotz, an der Terrasse kann ich auch einige Sachen ernten. Hier schöne kleine Blockpaprika von der Paprikapflanze, die jetzt schon 2 Jahre alt ist. Die habe ich überwintert und werde wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder überwintern, denn wozu kultiviere ich die überhaupt in die Töpfe? Und das ist die Sorte Emerald Giant. Ist jetzt nicht ganz so groß, weil sie halt in einem Topf ist. Sonst kann ich noch einige Chilis auch auf den Balkon ernten, werde ich die auch noch zusätzlich trocknen. Und da ein Chili-Pulver draus machen. Das ist jetzt die Sorte, ich glaube, sibirische Hauschili oder so eine Kreuzung von ihr. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr, denn das erste Mal trägt der Kaki-Baum. Und da bin ich mal gespannt, wenn mal im November oder Dezember die Ernte ansteht. Und so sah eine Ernte Ende September aus, gab noch einige Tomaten, eine Zucchini und ein paar Paprika. Ist rund einen Top-Tipp, du kannst Auberginen, Chilis und Paprikas in den Topf überwintern, dann hast du nicht die lange Kulturzeit von der Aussaat bis zur Ernte, sondern verkürzt das Ganze im Frühjahr. Herbsthimbeeren gibt es auch genug zu ernten und da warte ich ja nicht lange, da geht es an auf zur Ernte. Das hier ist eine reine Herbsthimbeersorte und wenn sie dann fertig getragen hat, dann werde ich sie bodennah komplett abschneiden. Die wird dann über den Frühjahr und im Sommer wieder austreiben und neue Früchte bringen. Herbsthimbeeren sind wirklich sehr einfach zu kultivieren und kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich habe dann noch hinterm Folientunnel, werden wir später noch zeigen, eine Hybridsorte, die sowohl im Frühjahr, Sommer als auch im Herbst trägt. Da ist der Schnitt dann ein bisschen anders. Aber die Himbeeren sind trotzdem schön süß und wirklich ein Gaumenschmaus. Herbstzeit ist ja für viele die Aufräumzeit und viele tun ja ihre Hecken und ihre Bäume zurückschneiden. Und bevor die Leute das zum Wertstoffhof bringen, bringt es zu mir. Ich häcksel es dann und kann hier meine Beete mulchen, wie zum Beispiel hier das Grünkohlbeet. Kompost kann ich dann auch gut damit befüllen, damit ich hier wunderbare Erde für die Vorhandzucht habe. So, und nach meinen Erfahrungen seinen Kompost doch lieber selber machen. Ist von der Qualität her viel besser als die von den Kompostwerken. Die Kulturzeit der Bohnen neigt sich auch schon langsam dem Ende zu. Ich habe jetzt hier sehr viele hängen lassen, um daraus Saatgut zu gewinnen. Ist die Feuerbohne, die mein Vater schon seit Jahren anbaut. Mir gefällt diese Farbe mit der Musterung sehr. Wir haben sogar welche, die etwas rötlicher sind. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Vorsorge im Winter, damit ich auch vielleicht zu Weihnachten oder zu Neujahr einen Salatkopf ernten kann. Und da habe ich jetzt schon vor einigen Wochen Salat reingesetzt. Eine Sorte, die natürlich für den Winteranbau geeignet ist. Und der Boden ist halt auch ziemlich locker. Und da habe ich überhaupt gar keine Probleme, jetzt hier mit der Schaufel ein kleines Loch zu machen. Bei dem Salat halt auch immer aufpassen, dass man den nicht zu tief setzt. Lieber höher, damit der halt am Stiel zum Beispiel nicht fault. Und die Salatpflanzen habe ich auch zwischen den Grünkohl reingesetzt als Mischkulturkombination. Natürlich das Angießen auch nicht vergessen, weil es im Tunnel
weil doch sehr warm werden kann, wenn dann die Sonne reinscheint, und dann werden die sehr schnell vertrocknen. Von daher immer schön angießen. Meine Nachbarn haben auch Thuja-Hecken, ist für mich jetzt nicht so groß das Problem. Verrottet bei mir recht schnell, 1 bis 1,5 Jahren, arbeitet da sehr viel Bokashi mit rein, anderes Holz, Häcksel, Laub, Mist, und da zersetzt sich das dann schon ordentlich. Jetzt werdet ihr Zeuge von einem Experiment, denn ich habe mich jetzt dazu entschlossen, Bananen bei mir in die Permakultur reinzusetzen. Eine winterharte Banane habe ich reingesetzt, aber das hier ist eine kostarikanische Bananenpflanze, Sorte Monzana, und ich weiß nicht, ob sie winterhart ist, deswegen möchte ich es mal ausprobieren, ob sie im Winter überlebt. Weiter bei der Wildblumenwiese, rechts neben der Pfirsich, habe ich mich jetzt dazu entschieden, noch weitere Blumenzwiebel reinzusetzen, und habe dann hier erstmal angefangen, den Boden aufzulockern, weil hier so viel Queke und Fünffingerkraut ist, dass da so ziemlich gar nichts gut durchwachsen kann. Und bevor ich da jetzt irgendwie, ich hatte mal Knoblauch drin, der ist leider nicht so gut gewachsen, und da dachte ich mir so, okay, alles klar, setz halt da Blumenzwiebeln rein, damit halt auch wenigstens die Bienen was davon haben. Und in der Nähe vom Pfirsichbaum habe ich nochmal eine gute Mischkulturkombination, damit vielleicht sich die Kräuselkrankheit nicht so stark ausbreitet. Ich hatte noch ein paar Blumenzwiebel übrig und dachte mir so, gut, dann pflanzt ihr halt dann direkt neben die Banane und auch an die Pfirsich mit rein als Mischkulturpartner und guck halt, was hat da passiert. Vielleicht auch als Abwehr für die Wühlmäuse. Knoblauch kann ich auch nur jedem empfehlen als Mischkulturpartner für eure Pfirsiche, wenn ihr halt Probleme mit der Kräuselkrankheit habt. Und zum Abschluss gilt es natürlich auch, meine tropischen Pflanzen zu schützen. Hat dann doch gefrostet mal ein paar Tage lang, minus 2 Grad war das höchste. Und dachte ich mir so, okay, räumst halt erst auf. Dachte ich mir so, okay, stellst sie an die Hauswand, dürfte das sicherste sein. Bis mein Vater dann auch gekommen ist und dann gesagt hat, gut, zur Sicherheit stellen wir doch lieber die Papaya und die Orangen und die anderen tropischen Pflanzen doch in die Garage und schützen sie dort. War jetzt eigentlich ein Mehraufwand, das haben wir natürlich auch gemacht, in die Garage zu stellen, hätten wir aber nicht gemüsst, die Wand hat auch gereicht. Das Einzige, was vom Frost getroffen worden ist, sind die Tomaten im Folientunnel, da ist mal die kalte Luft reingekommen, aber auf der Terrasse und im anderen Gewächshaus hat alles überlebt, alle Paprika, alle Tomaten, alle Chilis, gar kein Problem. Aber das sind dann hier bei mir so die Sicherheitsmaßnahmen. Wenn's am Ende des Videos angekommen. Ich werde jetzt noch als Veganer ein bisschen grasen gehen. Ist jetzt vielleicht für euch überhaupt nicht spannend. Da schaut man sich vielleicht lieber Kühe an, hat man mehr was davon. Oder ihr schaut euch einfach mal noch 2 spannende Videos hier an der Seite von diesem Kanal an zum Thema Permakultur oder auch Gesundheit. Wird euch nicht schaden.